Hallo und herzlich willkommen hier zum vorerst letzten Vlog. Wir stehen hier gerade vor dem Holiday Park und bezüglich des Corona-Lockdowns ist ja ab 2. November alle Freizeitparks geschlossen. Und demnach sind wir jetzt noch ein letztes Mal heute zu Halloween hier. Und der Park ist ausgebucht, das heißt, es wird richtig voll. Aber wir nehmen euch jetzt mal mit hin und freuen uns, was hier alles heute passiert. Die Alexandra ist auch dabei heute. Okay, viel Spaß. Perfekt. So, wir sind jetzt im Park und die Kamera müsst ihr auch mal scharf stellen. Genau, wir sind jetzt im Park. Hat alles super funktioniert. Ist noch nicht ganz so viel los vor dem Eingang jetzt, noch aber nicht. Wir haben ja auch erst 10 Uhr. Der Park macht ja offiziell erst um 10.30 Uhr auf. Und yes. Wir gucken jetzt mal, was wir jetzt erstmal machen, weil wir müssen jetzt auch irgendwo hin. Und dann schauen wir mal. Jetzt GeForce, der Nick ist da. Hallo. Ey, die Frisur sitzt, Alter, wie sehe ich denn aus? Na, Skyscream ist ja immer schön, ne? Ja, genau. Das heißt, jetzt einmal Skyscream, jetzt GeForce und dann mal gucken. Ich hoffe, da ist nicht allzu viel los. Ich denke, da wird noch nicht so viel los sein. Wir haben ja auch noch sehr früh. Aber wir werden sehen. Dann gehen wir jetzt direkt hin, denn wenn man einmal die Kamera um 180 Grad dreht, sieht man da hinten schon GeForce. Die GeForce. Also von daher fahren wir jetzt eine Runde, gell? Wir kommen jetzt gerade aus der Expedition GeForce bei wunderschönem Wetter. Ich hätte nicht gedacht, dass es tatsächlich noch mal so geil wird zu Halloween jetzt, aber das kommt uns gerade nur recht, weil, okay, alles klar. Wir gehen jetzt weiter zum Dino Splash und dann nehmen wir euch mit hin, glaube ich, ja? So, dann gehen wir jetzt einmal in den neu gestalteten Dino Splash und lassen uns einmal ein bisschen nass werden, sagen wir mal so. Ja, ich glaube, ja, haben wir noch gar nicht gezeigt dieses Jahr eigentlich, weil wir waren ja noch nicht offiziell als Vlog hier. Ja, der Dino Splash dieses Jahr neu gestaltet, war ja vorher der Donnerfluss, wurde jetzt über die Wintersaison neu gestaltet und ist jetzt der Dino Splash. Und jetzt wird man auch ordentlich nass während der Fahrt durch zusätzliche Wassereffekte und ist halt auch alles noch nicht fertig. Hier sollen die Pflanzen sollen noch wachsen, man sieht es ja an der Seite, was schon sehr viel gewachsen ist, aber halt noch nicht alles. Und das sieht in 2 Jahren wahrscheinlich komplett endgültig fertig aus und ist jetzt schon sehr schön. Hallo. Hallo. Hallo, Alter, fick dich! Alter! Scheiße! Ah, fuck! Nein! Das wird auch nicht besser, glaube ich. Oh, Scheiße! Hallo, kannst du mal bitte. Nein! Nee! Okay, war nicht so schlimm. Alexandra, wie bewerten Sie Ihre Donnerflussfahrt? Dino Splashfahrt. Scheiße, weil ich habe Wasser im Ohr und meine Haare sind nass und es fühlt sich eklig an. Sonst. Weißt du, was für eine Erkenntnis wir jetzt haben? Ja, was das Wasser nass ist. So, aus dem Dino Splash draußen, wir wurden ein bisschen nass. Ja, meine Haare und mein Ohr. Dein eklig. Ohr. Voll ins Ohr. Hier ist die Wikiland-Baustelle, wie man sieht. Wir sind schon sehr weit, ja. Und wir gehen jetzt noch eine Runde zu Vicky. So, wir gehen jetzt noch eine Runde zu Vicky Splash und da ist der Björn. Hi. Hallo. Wollt ihr das Süßes oder Saures? Dann greifen wir halt auch mal rein. Aber lass den Fastpass liegen.
Der habe. Expresspass. Tschüssi. Danke dir. Gut, ciao. Vicky, ciao. Was es nicht alles gibt. Ja, es gibt ja sogar Menschen, die an Halloween im Park rumlaufen. Süßes oder saures. Mega lustig eigentlich. Wir gehen jetzt noch eine Runde zu Vicky und werden da noch ein bisschen nasser, weil es bietet sich eh an, wenn wir uns von Dinos gleich schon nass geworden sind. Kann man auch noch eine Runde Vicky fahren, ne? Bei dem wunderschönen Wetter hier mit der Sonne. Ach, wir haben den 31. Oktober, es scheint die Sonne. Super. Geil. Hammer. Aua. So, nachdem wir jetzt noch, ich glaube, wir sind noch Vicky gefahren, oder? Ja, ich glaube, ja, Vicky sind wir gefahren. War noch ein bisschen nass. Und jetzt haben wir angefangen, ein paar Aufnahmen zu machen, damit der Vlog natürlich auch mit Inhalt gefüllt werden kann. Nein. Und doch. Nein! Doch! Und jetzt gehen wir weiter vor zum Freefall Tower und gucken, dass wir da noch ein paar Aufnahmen machen. Dann gehen wir danach noch zum Dino Splash ein paar Videos machen und danach gehen wir dann essen. Noch endlich was essen. Weil, ja, Hunger ja, und so. Und sehr viel Hunger und ja, von daher erstmal was essen danach. You're like a mountain I cannot climb, an ocean too deep to find. We only got one chance to take, a barrier that we can break. Tonight is the night, we dance in the light, won't stop till the sun comes out. When we Nach einer längeren Pause melden wir uns jetzt auch mal wieder. Also hier im... Hallo. Hier im Hintergrund sieht man die Warteschlange von GeForce. Die steht bis zum Eingang. Da, genau, da sieht man auch GeForce. Und es ist jetzt inzwischen tatsächlich schon ein bisschen voller geworden. Ein bisschen viel voller. Aber das stört uns eigentlich nicht, weil wir sind sowieso heute sehr viel zum Viertel vor vier. Sehr viel zum Aufnahmen machen hier. Und ja, es geht noch ein bisschen die Zeit und so. Und wir gehen jetzt ins Mayerland, machen dann noch ein paar Aufnahmen und dann sehen wir uns da wahrscheinlich wieder. So, nachdem wir jetzt noch im Mayerland waren und der Nick noch ein paar wunderschöne Aufnahmen in der Sonne die gemacht Sonne hat. Die Sonne steht sehr, sehr schön heute, ja. Und ich eine Runde den lustigen Baum gefahren bin, ganz toll. Defekt im Mut. Gehen wir jetzt schon hinter zu Maze, die heute schon um 17 Uhr aufmacht. Hoffen was. Ja. Und schauen dann einfach mal. Wir schauen mal, wie sich die Alexandra so erschrecken lässt. Ihr werdet ja, wahrscheinlich ganz, ganz dolle. Höchstwahrscheinlich nachher sehen. Ich gehe also, sterben. Ich gehe sterben. Ja. Ja. Dann bis gleich oder so. Another head hangs slowly, child is slowly taken. The violence caused such silence. Who are we mistaking? But you see, it's not me, it's not my family. In your head, they are fighting. In your head, in your head, zombie, zombie. Zombie, wir sind jetzt schon einmal durch die Maze durchgelaufen. Wie zum Glück noch im Hellen. Wie ihr seht, es ist aber inzwischen auch schon fast dunkel. Also ja, wir sind zum Glück noch im Hellen durchgelaufen. Allerdings, ich habe mich natürlich bei jedem Scheiß erschreckt. Mich hat gefühlt jeder Erschrecker gekriegt. Er hat Aufnahmen gemacht, da. Ihr habt es gesehen oder ihr werdet es sehen. Wenn nicht, spätestens im Dunkeln werdet ihr es jetzt sehen, wenn es jetzt noch dunkler wird.
Habt ihr es dann gesehen? Ja, also mich hat auf jeden Fall jeder gekriegt. Also wenn ich da jetzt gleich im Dunkeln durchgehe, dann gehe ich definitiv sterben. Es ist auf jeden Fall saugut, hat sich gelohnt. Und der Park ist so schön im Dunkeln. Oh ja. Gott, ich kann gerade heile. Was ich jetzt sagen würde, ist, wir gehen einfach mal zum Freefall Tower und fahren eine Runde Freefall Tower. Das finde ich eine gute Idee. Das ist immer gut. Also gut. Dann sehen wir uns wahrscheinlich gleich, vielleicht sogar beim Freefall Tower wieder. Also bis gleich, tschüss. Also wie man sieht, sieht man nichts, aber jetzt sieht man mich. Wir stehen jetzt gerade, also wir gehen jetzt gerade wieder zu Maze und hier rechts von uns ist die Schlange für die Maze. Die geht einmal hier komplett drüber und bei Skyscream stehen sie auch schon raus. Also das wird sehr, sehr, also wie gesagt, ist es sehr, sehr voll. Trotz allem Corona-konform, alle mit Maske und alle mit Abstand. Deswegen, wir gehen uns jetzt nochmal anstellen und dann gehen wir auch nochmal im Dunkeln rein. Das werdet ihr natürlich gleich sehen. So, natürlich ist der ganze Park auch wunderschön im Nebel. Sehr, sehr viel Nebel. Im Dunkeln, sehr viel Spaß. Sau gut. Daumen nach oben. Ich habe mich ein bisschen viel erschrocken, aber es war cool. Egal. So, wir kommen gerade aus der Maze, jetzt im Dunkeln. Wie man sehen kann, man sieht nicht sehr viel, aber hinter uns extrem geil. Oder, was sagst du? Also, aber also auch im Dunkeln, ich habe mich jetzt nicht so krass erschreckt wie gedacht. Da hatte ich das eher vorgelaufen. Ja, außer jetzt am Ende, weil die meinten mir, da laufen zu müssen. Aber ist auf jeden Fall sehr krass, dass hier zu Halloween sowas gemacht wird. Ja, trotz Corona. Obwohl auch gar nichts geplant war. Also von daher ist es jetzt eigentlich, man kann sich nicht beschweren. Und ist eigentlich für die Halloween-Saison jetzt gerade nochmal das Richtige, bevor es dann ab nächste Woche gar nichts mehr gibt. Deswegen sind wir eigentlich sehr glücklich, dass wir hier nochmal rein durften. Und die Kamera fokussiert wieder nicht, das ist sehr schön. Ja, das ist zu groß. Ich muss mich auf die Zehenspitzen stellen. Perfekt. So, wir sind jetzt alle gemeinsam wieder aus dem Horror-Maze draußen. Ne? Wie schon eben gesagt, mega geil im Dunkeln. Sollt ihr wieder ausprobieren? Ist aber nicht ganz so einfach, weil das war heute der letzte Spieltag und demnach findet das jetzt gar nicht mehr statt, aber vielleicht im nächsten Jahr wieder. Und wir gehen jetzt alle gemeinsam eine Runde GeForce fahren. So, wir kommen jetzt gerade aus dem Lighthouse Tower. Es ist wieder sehr viel Zeit vergangen und man kommt gar nicht dazu, wirklich was zu machen, gell? Ja. Ja. Und wir sind jetzt gerade eine Runde Lighthouse Tower gefahren, davor eine Runde GeForce, davor eine Runde Freefall Tower, Skyscream, alles, keine Ahnung, aber ja. Und? Da oben. Weißt du, auf dem Lighthouse Tower ist kalt. Er macht es nicht. Genauso wie, was heißt das? So, wir sind jetzt in der Maze drin. Lauf jetzt! Ja, ist ja gut. Achtung, Stufe bitte. Ja. Wie man sieht, sieht man viel. Jetzt sieht man ein bisschen was. Aber immer noch nicht so viel. Ja? Hallo. Ja. Spaß, Spaß. Juhu. Ja, und wir gehen jetzt einmal durch die Maze durch und gut ist. Wir sehen uns gleich wieder. So, wir haben jetzt noch 1000 Sachen gemacht und es sind wieder einige Minuten und halbe Stunden vergangen und hinter mir ist die Expedition GeForce in der Dunkelheit. Und die fahren wir jetzt auch gleich und das wird auch unser Last Ride of the Day. Und danach machen wir noch ein bisschen Fotos und so und dann gehen wir auch alle raus und Feierabend und irgendwann reicht das. Ich habe gerade aufs Handy geguckt, Schrittzähler sagt 20.000 Schritte, das ist schon enorm für so einen kleinen Park eigentlich. Nicht klein ist immer relativ, aber tatsächlich für so einen kleinen Park schon sehr viel.
Deswegen, wir machen jetzt noch eine Runde GeForce und danach gehen wir auch langsam aber sicher zum Ausgang. Wenn's blinkt. Viel Spaß zusammen. Dankeschön. Für eure Unterstützung hier im Park. Wir wünschen euch einen schönen Abend. Kommt gut durch den Winter durch. Vielen Dank. So, wir kommen jetzt gerade aus der letzten Fahrt GeForce und natürlich war es, wo bist du? Da bist du. Hier hallo. Bin ich, hallo. Ich bin im Dunkeln. war sehr lustig. Wir machen jetzt noch Fotos und dann geht's auch, bye, Gott bye. Sei Dank, auf Wiedersehen. Nach Hause. Tschüss. Aber für mich geht's hier morgen hier wieder schön um 10 Uhr ja, weiter. Für mich nicht. Aber das ist was anderes. Genau. Ja, genau. Für aber Alexander Fazit nicht. Fazit zum Tag, es war auf jeden Fall es war cool. Es klasse. War voll. Sehr voll. Ja, jetzt gegen aber Ende ging's tatsächlich. Also fand ich immer so. Mails dreimal geschafft. Genau, Mails haben wir dreimal geschafft. Also es ging tatsächlich noch. Alles klar. Ja. Von daher, wir machen jetzt noch Fotos und dann melden wir uns nochmal, wenn wir vor dem Park stehen und nach Hause fahren. Und dann war es das auch für diesen wunderschönen Vlog heute. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn dann nächstes Jahr wahrscheinlich. So, wir sitzen endlich im Auto. 10 Stunden später und 100 Millionen Bilder später. Ja. War ein wunderschöner Tag im Holiday Park heute. Wir hatten eine Menge Spaß, haben sehr viel gemacht dafür, dass es relativ voll war. Also der Park war ausgebucht, ne? Und die Wartezeiten gegen Ende haben sich auch relativ im Rahmen gehalten. Ja, am Ende war es eigentlich total leer. Also war sehr entspannt und man sieht auch jetzt im Hintergrund nochmal den leeren Park. Und ja, leider Gottes trifft es uns alle sehr hart jetzt, dass ab nächste Woche dann wieder alle Freizeitparks zu haben. Das Phantasialand und der Europapark wären eigentlich nächste Woche oder in mehreren Wochen in die Wintersaison gestartet. Muss leider jetzt alles darunter leiden. Finden wir sehr schade, aber Gesundheit geht nun mal in allen Fällen vor und deswegen, wir bleiben zu Hause und stay safe, stay home. Und damit verabschieden wir uns vom heutigen Tag und wahrscheinlich auch vom letzten Vlog aus diesem Jahr. Wir würden uns freuen, wenn ihr bei unserem Jahresrückblick bzw. bei unserem 5-Jahres-Rückblick vorbeischaut am 31.12. um 12 Uhr hier auf dem Kanal. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Wiedersehen.